Klärwerke können viele bedenkliche Stoffe aus Abwässern herausfiltern, aber beileibe nicht alle. Medikamentenrückstände gelangen oft in die Umwelt und damit auch ins Trinkwasser. Statt zu überlegen, wie man die Klärwerke verbessern könnte, packen Pharmazeuten der Uni Freiburg das Übel an der Wurzel an, wie die Doktorandin Carina Witte. Wir bilden hier an der Uni die Apotheker von morgen aus. Diese spielen eine wichtige Rolle bei der Aufklärung der Bevölkerung über Medikamente. Und deswegen wollen wir einfach hier so früh wie möglich sensibilisieren, damit alle einen bewussten Umgang mit Medikamenten erlernen. Für Carina Wittes Chef Michael Müller sind unachtsam entsorgte Medikamentenreste ein zunehmendes Umweltproblem. Am meisten in der Umwelt gefunden werden Antibiotika, Diabetesmittel und Hormone aus der Antibabypille. Die Auswirkungen von Antibiotika sind die gefürchteten Resistenzen. Über Diabetesmittel in der Umwelt weiß man hingegen noch nichts. Und da jedes Jahr mehr Menschen unter Diabetes leiden, wird die Umweltbelastung auch immer größer. Wie es Amphibien ergeht, die in hormonbelasteten Gewässern leben, weiß man sicher. Die Rückstände der Antibabypille im Wasser machen aus Froschmännchen Froschweibchen. Dass das passieren kann, ist der Robustheit vieler Medikamente geschuldet. Medikamente werden extra so entwickelt, dass sie bereits in geringen Konzentrationen hochwirksam sind und so stabil, dass sie auch nach Verlassen des Körpers noch in der Umwelt nachgewiesen werden können. Deswegen ist das klare Ziel, Arzneimittelrückstände in der Umwelt und im Trinkwasser zu minimieren oder ganz zu verhindern. Petra Musler arbeitet an einem Workshop für Studierende zu Umweltgefahren durch Medikamentenreste. Dabei geht es ihr auch um ganz konkrete Tipps für die Entsorgung abgelaufener Medikamente. Arzneimittel gehören nicht ins Wasser, sondern in den Restmüll, damit es verbrannt werden kann. Die Tabletten können einfach so entsorgt werden. Und auch wenn ich jetzt Tropfen habe, mache ich die einfach auf ein Küchentuch und saug dort die Flüssigkeit auf. Und dort wird dann auch anschließend das einfach in Restmüll entsorgt. Mit einfachen Maßnahmen ist es möglich, die Umweltbelastung durch Medikamentenreste zu verringern. Und auch die Forschenden wollen ihren Beitrag dazu leisten. Wir können unsere Forschung so ausrichten, dass bevorzugt Medikamente entwickelt werden, die in der Natur abgebaut werden. Für die Zulassung sollte es Studien zur Umweltverträglichkeit geben. So könnte ein Arzt sich bei zwei gleichwirksamen Medikamenten für die umweltverträglichere Variante entscheiden. Die Nebenwirkungen reichen weit über den menschlichen Körper hinaus. Ein bewusster Gebrauch von Arzneimitteln und die bewusste Entsorgung der Reste können helfen, sie aus Natur und Umwelt zumindest ein Stück weit zu verbannen.